Robert Henker, alias MONOLAKE, constantly researches new areas of sound, putting his findings into practice, and that more than almost any other artist in Germany. Classical structures are not really of interest to him. For Robert, it's sound that's of the utmost importance. Watching MONOLAKE play live is always an impressive experience. In fact, he even builds his own hardware if necessary. With his MONODEC, for example, he's created his very own MIDI controller, tailor-made to meet exactly his requirements. He's even played a substantial role in developing the software Ableton Live. MONOLAKE, however, doesn't really own a proper studio. Appliances are simply put to use as and when is necessary. Mein Studio-Setup in dem Sinn gibt's eigentlich gar nicht mehr. Also es ist so projektbezogen, was ich mache mittlerweile, dass das Einzige, was eine Konstante ist, ist mein Laptop. Und alles andere rundherum entscheidet sich je nach Projekt. Also es ist wirklich so ein modularer Ansatz, der sich aus den momentanen Bedürfnissen heraus ergibt. Ich habe mich ja jahrelang intensiv mit der Synthese von metallischen Klängen beschäftigt und habe eigentlich ein bisschen verleugnet, dass ich ja auch einen Hintergrund habe im Filmton, wo Aufnehmen ja das Thema eigentlich ist. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, warum arbeite ich eigentlich nicht mehr mit Aufnahmen und habe wieder angefangen, Aufnahmen zu machen und bin davon eigentlich sehr angetan gewesen. Und dann habe ich mir 5 Gongs gekauft und habe angefangen, das Material von diesen Gongs aufzunehmen und zu verarbeiten. Dann habe ich angefangen, Stahlplatten aufzunehmen. Und da bin ich erst am Anfang und ich habe da großen Spaß dran. Das Ergebnis wird dann mit Sicherheit so sein, dass ich all das, was ich aufnehme, dann wieder so lange verfremde und transponiere und time-stretche und filtere und granuliere und was immer man damit machen kann, dass von dem Original nicht mehr viel übrig bleibt. Aber als Arbeitshypothese erstmal was aufnehmen von außen, was sehr reich ist klanglich, finde ich das sehr befriedigend. Ich habe festgestellt, schon früher beim Musikmachen, dass mir die besten Ideen nicht dann kommen, wenn ich sehr viel plane, sondern wenn ich die Chance habe, möglichst ohne viel nachzudenken, bestimmte Dinge spontan machen zu können. Und aus dem Grund war es mir für mich immer klar, dass ich auf der Bühne eine Situation brauche, die mir spontan viele Eingriffsmöglichkeiten gibt. Und es gab zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, meine eigenen Controller zu bauen, nicht sehr viele kommerzielle Alternativen, die mir gefallen hätten. Und ja, ich komme aus dem Ingenieurshintergrund, ich kann das. Habe ich mir gedacht, naja gut, dann investierst du halt mal 2-3 Monate und baust so ein Ding. Dass es dann fast ein Jahr geworden ist, das fällt unter Lehrgeld. Aber ich habe es nicht bereut. Also das ist so richtig prototypenmäßig. Das würde man so natürlich nie industriell bauen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das nicht mehr bauen wollen würde, weil das so zu verkabeln ist einfach extrem aufwendig. Ich stelle gerade fest, ich habe das am 22. Mai 2009 habe ich das reparieren müssen. Ich habe hier ein kleines Protokoll aufgeschrieben. Aber das war's. Also eine Reparatur in 4 Jahren Touren finde ich eigentlich schon für so einen selber gebauten Verhau ganz gut. Also mit dem MONODEC tue ich jetzt seit Januar 2006 oder so. Und also immerhin schon fast 4 Jahre. Nee, 4 Jahre. Der Vorteil ist, dass es genau zugeschnitten ist auf das, was ich machen will. Deshalb macht es auch keinen Sinn, das zu verkaufen. Also Leute fragen mich ja immer wieder, würdest du noch so ein Ding bauen für mich? Oder was kostet das, wenn man es kaufen kann? Und dann kann ich immer nur sagen, ich würde dir nicht empfehlen, damit zu arbeiten, weil das ist... Jeder einzelne Regler ist auf das zugeschnitten, wie ich denke. Und das ist nicht unbedingt
das wie jemand anders diese Software benutzen würde. Weil, ja, ich habe eine, glaube ich, schon sehr eigenständige Art entwickelt im Laufe der letzten fast 20 Jahre, was mich interessiert an Klanggestaltung. Und die Oberfläche von diesem Controller reflektiert das. Also da gibt es eben genau die Regler, die ich für mich persönlich interessant finde. Für jemanden anderen, der eine andere Herangehensweise hat, wäre diese Anordnung und dieses Layout unsinnig. Der Grundaufbau ist, dass es hier unten eine Matrix gibt, die Clips in Live steuert, was ja mittlerweile nicht mehr sehr spektakulär ist, aber 2005 nur mit viel Aufwand ging. Und hier komme ich durch meine Stücke durch. Also meine Stücke sind alle angeordnet als Bänke von 5x8 Clips. Und es gibt so eine grobe Einteilung, dass die linken vier Clips rhythmische Elemente sind, also Bassdrum, Snare, Hi-Hat, irgendein anderes rhythmisches Element. Und die Kanäle auf der rechten Seite entweder Audio-Loops oder mehrkanalige Geschichten oder Flächen oder spezielle Klänge. Also hier ist immer so die rhythmische Grundstruktur und hier ist das, was die ganze Sache so ein bisschen spannender macht. Oben drüber einfach Lautstärke für jedes Element. Und diese drei Regler waren ursprünglich vorgesehen als klassischer DJ-EQ, so mit High, Mid und Low. Das habe ich aber dann später nie so verwirklicht, sondern das, was hier passiert, ist alles Synthese. Das heißt, die Bassdrum, die hier rauskommt, kommt aus dem Synthesizer und das sind drei Parameter von der Bassdrum. Also zum Beispiel, wie lang klingt die Bassdrum aus, wie viele Höhen hat die Bassdrum oder wie aggressiv ist die Bassline oder wie viel Hall ist auf der Snare. Oben drüber gibt es zwei Reihen mit Sends, die ich auch noch ein- und ausschalten kann, was für mich ganz wichtig ist auf der Bühne. Also ich kann spontan sagen, ich möchte jetzt einfach überall hier Hall und Echo drauf haben oder eben nirgendwo und ich sehe das sofort. Korrespondierend zu diesen beiden Sends gibt es auf der linken Seite zwei Effektgeräte, nämlich das obere, was dem oberen Send entspricht, und das untere, was dem unteren Send entspricht. Das untere ist hauptsächlich ein Delay mit ein bisschen ein paar speziellen Effekten. Zum Beispiel kann ich das Delay friesen und oben ist ein Hall, den kann ich auch friesen. Also wenn diese beiden Friesleuchtdioden an sind, dann habe ich hier einen rhythmischen Status, der sich permanent wiederholt und hier eine Klangfläche, die sich permanent wiederholt und das ist ganz praktisch für Übergänge zwischen Stücken. Auf der rechten Seite befindet sich alles, was so mit dem Thema Master zu tun hat. Also Hauptlautstärke, ein ziemlich aufwendiger EQ, ein Chorus, den ich ganz gerne benutze und etwas, was ursprünglich mal ein Grain Delay war, aber mittlerweile für jedes Live-Set was anderes ist. Und das hier ist eine schöne kleine Abteilung. Das ist so eine Art DJ-Crossfader, aber nicht zwischen den Tracks, sondern zwischen den Effekten und dem Eingangssignal. Und das ermöglicht es mir, dass ich ganz schnell hin und her schalten kann zwischen jetzt höre ich die Effekte und das Originalmaterial und jetzt höre ich das Material komplett trocken. Und das ist im Club einfach immer schön. Und das hier ist je nach Bedarf unterschiedlich belegt. Und das hier sind ein paar Funktionstasten für spezielle Geschichten. Zum Beispiel kann ich aus verschiedenen Stücken Clips natürlich kombinieren. Und wenn ich jetzt wissen will, zum Beispiel,
welche Bassdrum gerade spielt, dann drücke ich auf den View-Button und dann springt es automatisch dahin. Man sieht, ich kann jetzt hier einfach durch meine Stücke durchspringen und ich kann das Ganze benutzen, ohne auf den Bildschirm zu gucken. Das ist mir extrem wichtig, dass ich das machen kann ohne einen Bildschirm. Also ich brauche keine Maus mehr und ich brauche keinen Bildschirm mehr. Blaue Leuchtdioden bedeuten, dass es einen Clip gibt. Und grüne Leuchtdioden oder diese blau-grünen Leuchtdioden bedeuten, dass ich diesen Clip schon mal gespielt habe. Und das ist für mich extrem hilfreich, weil manchmal spiele ich morgens um 5 und habe ich keine Ahnung mehr. Und wenn ich einfach weiß, okay, das habe ich schon gespielt, das spielt gerade, spielen wir was anderes. Und dann sieht man, alles, was ich schon mal gespielt habe, wird türkis. Und das hilft mir sehr, rauszufinden, wo ich schon mal war. Und wenn ich das wieder löschen will, dann drücke ich auf View und hier drauf und dann ist der Zustand wieder gelöscht und alles ist jungfräulich. Ja, mehr ist es nicht. Also, und geputzt gehört's mal. Das ist der Max-Patch, der sozusagen die Brücke herstellt zwischen dem Monodeck und Live. Also hier sieht man, wenn ich an einem Knopf drehe auf dem Monodeck, dann ändert sich hier der Wert. Das ist Knopf Nummer 94 und das ist Knopf Nummer 92. Und wenn ich auf einen Taster drücke hier, dann ändert sich der Wert. Das hier ist das Feedback von Live. Das benutze ich vor allem, um hier zum Beispiel zu sehen an den Kanälen, wann die einzelnen Instrumente laufen. Also wenn ich live anhalte, dann sieht man, hier flackert nichts mehr, das heißt, es läuft auch nichts mehr. Und wenn ich live wieder starte, dann sieht man, hier kommen die Noten an. Dann macht der Max-Patch noch etwas, was man jetzt gar nicht sieht. Und zwar schickt er die Daten auch über OSC und via Ethernet an einen zweiten Rechner, auf dem auch Videosachen laufen. Das habe ich aber jetzt nicht aufgebaut. Und ja, dieser Max-Patch macht all diese Geschichten wie das Umschalten hier von den einzelnen Szenen. Und ich kann ja mal zeigen, wie sich das in Live anfühlt. Also hier ist zum Beispiel ein Stück, diese 5 Clips ist ein Stück. So, und jetzt sieht man, diese beiden Clips korrespondieren zu dem. Und wenn ich jetzt diesen Clip hier starten will, drücke ich am Monodeck einfach auf diese Taste oder den Clip drunter oder den Clip drunter. Und jetzt wollen wir das hier starten, dann machen wir das hier und jetzt den hier und den hier und das korrespondiert. Und was ganz schön ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Snare verschiebe am Bildschirm nach unten, dann wandert die auch schön brav mit hier. Das heißt, ich kann hier meine Stücke vorbereiten und das hier wird automatisch geupdatet. Ja, das ist aus der Sicht von 2010 nicht mehr spektakulär, aber 2006 vor Max for Live und vor dem offiziellen Live API war das etwas, was schon ziemlich cool war. Ist immer noch cool, aber es ist nichts mehr, was nur ich kann. 2006 war ich damit alleine und jetzt kann das jeder machen, aber das ist auch in Ordnung so.